Hallo und herzlich willkommen zurück zur Story of Seasons. Wir versuchen es jetzt noch einmal mit dem Laden. Items für den Verkauf festlegen aus der Tasche. So, wir tun Fluorid rein. Ich muss mich ganz kurz am Auge kratzen. Sorry. So, Jade zum Verkaufspreis verkaufen. Rubin. Tun wir beide rein. Geschmorte Aubergine. So, gebackene Süßkartoffeln. Oh yeah. Ich verstehe zwar noch nicht so ganz den Sinn von dem Laden jetzt, weil ich kannte eigentlich rein theoretisch alles auch ganz normal verkaufen. Oh, es hat einen Stern an Qualität. Niedlich. So. So. Und das war's. Gut, ich bin gespannt. Für den Verkauf Items Laden aufmachen. Und es ist ein Restaurant. Yeah! Ich bin gespannt. So, mal gucken, wie viel wir einnehmen werden. Na, Masaru? Ja, du bist auch schon gespannt. Zur Farm zurückkehren. So. Ich werde Masaru jetzt erstmal in den Stall zurückbringen, denn wir werden jetzt einen großen Aufbau vollführen. Das klingt merkwürdig. Ich werde jetzt nämlich, wie ich in der letzten Folge versprochen habe, nun endlich, ja, mein Haus vergrößern. Man kann es kaum glauben, ich werde mein Haus vergrößern. Ich habe es lange vor mir hergeschoben. Doch nun ist der Moment gekommen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich dafür vielleicht doch etwas Holz hämmern muss. Eine kleine Spannungskurve könnt ihr mir ja mal erlauben. bauen. Backsteine habe ich auf jeden Fall genug. Und das, ich habe ja von allen Gold und Angst. Okay. Kupfer geht keine. Ja. Nee, doch nicht. Ja. Anständiges Haus, verbessertes Haus. Genau, brauche ich 30 Stück Stein. Müsste ich eigentlich fast zusammen haben. Gut, das. Huch! Ich mach's wirklich spannend. Ich mach's mal wieder wirklich sehr spannend. Wow. So. Herausnehmen. Ich nehme einfach mal alles raus, was jetzt hier irgendwie nach Stein aussieht. Gold, Silber, Kupfer, Glitzer, Stein. Den kann man bestimmt. Ich wette, da kann man bestimmt draufschlagen und da kommt was raus. Haben wir bestimmt auch schon Leute inzwischen geschrieben. Weil das ist so sein wird. Ich. Warum nehme ich eigentlich die heraus? Ich muss eigentlich die herausnehmen, die Felsen. Ich bin doof. So. Dafür müssen auch die schwarzen Felsen. So. Jetzt kann gleich das Gehämmer losgehen. Und dann ist alles voll krass und so. Ganz wichtig ist ja auch das Wort und so bei meiner Aussage. Und so. Platzieren. Alle. Platzieren. Alle. Platzieren. Alle. Das ist kein blöder Brocken. Das ist ein Fels. Habe ich jetzt die normalen Steine mit platziert? What the fuck? Okay, schauen wir einfach mal drauf. Wenn es so weitergeht, muss ich bald noch gebratenen Fisch essen. Und das wollen wir nicht. So, stellen wir jetzt hier fleißig ein. Ich glaube, ich habe außerdem auch Stein mit platziert, aber ist jetzt auch egal. So, jetzt schmeiße ich alles noch rein. Because of Ordnung und so. Und dann kann ich wirklich endlich, schlussendlich, mit ganz viel Spannung und krassen Shit und so, mein Haus erweitern. Ich glaub's. Ich kann's selbst kaum glauben. So, so. Okay. Los geht's. Bauen. So. Verbessertes Haus. Möbel und Deko im Raum wurden abgelegt. Und ja. Ist alles okay. Verstehe ich. Ja. Los geht's. Dann können wir auch gleich neu einrichten und so. Wir werden schon sehen. Jetzt komme ich schon wieder genau runter. Gunther darf nie fehlen. Jo, ich hab gehört, wie er vor allen Dingen immer mit Jo anfängt, ne? Auf jeden Fall, wir kennen die Sequenzen inzwischen schon gut genug. Können wir irgendwie überspringen? Ja, bitte. Was? Jetzt sehen wir es zuerst von innen und dann das von außen? Okay. What the fuck? Ball ist ja aufgebaut an der Seite.
Na gut, es ist auf jeden Fall etwas größer von innen, aber ich möchte es mir vielleicht auch noch mal kurz von außen angucken. Ja, sieht ganz nett aus soweit, ist okay. Also ich habe es mir jetzt irgendwie, ich hätte vielleicht die Sequenz nicht abbrechen sollen. Es hat ein wenig Magic rausgenommen. Nein, nicht bauen. Haus bearbeiten. Dekorieren. Oh yeah. So. Wo mache ich denn die Küche hin? Was machen wir denn das jetzt? Die Werkzeugkiste. Tue ich jetzt mal. Ich muss mal gucken wegen Richtung. So. Das ist, glaube ich, richtig rum. Ja. Ich möchte erstmal Kühlschrank. Den schmeiße ich jetzt erstmal hier hin. Die ganzen Kisten generell, die tue ich jetzt mal hier unten so hin. Ich muss auch wegen gucken, ob ich die auch richtig rum platziere. Ich glaube, so ist sie falsch rum. Das weiß man nicht so genau. Ich glaube, so rum muss sie. Okay. Ich möchte auf jeden Fall. So. Kommt das mich jetzt hier hin? So. Denn das hier soll wieder hier oben in die Ecke hin. Das ist halt eben so eine kleine Werkecke hier. Ist das so richtig rum? Ja, sieht gut aus. Den Kühlschrank möchte ich hier so platzieren. Oder wartet mal, ich kann das ja auch. Wartet mal. Boah, ich bin gerade voll creative und so. Wir können ja. Wartet mal. Details. Die Küche. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich sie richtig rum. So. Mal, ich kann ja. So. Ein Kühlschrank und hier so passend noch in die Ecke. So. Genau. So eine kleine Küchenecke hier. Kann ich hier so machen und hier in den Kühlschrank gehen und nochmal machen. Eventuell hole ich mir dann noch vielleicht noch eine Pflanze oder so. Dann kann ich das hier ein Stück nach hier setzen und kann die Pflanze noch hier so in die Ecke knietschen. Dass es hier so ein bisschen in den Raum reinragt, wisst ihr? Weil hier ist dann sonst, wenn alles an der Wand steht, ist dann hier so ein riesiger, komischer Platz. Und das finde ich so eigentlich ganz nett. Oder ich mache das. Ich könnte natürlich auch. So, ich mache mal so. Ja. Sieht irgendwie auch gut aus. Das gefällt mir eigentlich sogar besser so. Könnte ich vielleicht auch den Kühlschrank. Warte mal. So, warte mal. Noch eins runter. So. So. Vielleicht sogar noch besser. Das ist hier nicht so zu. Ja. Ich hätte gerne wieder meinen Tischkalender. Das hier möchte ich, kann ich jetzt wegtun. Nee, das muss da sein. Schade. Dann tue ich den wieder hier hin. Aber bitte nicht falsch rum. So. Oh, lol. So. So. Genau. Spricht mir so ran. Und dann kann dann daneben wieder das Buchregal. Wie wartet? Ich möchte das. So. Dass hier ein bisschen Platz ist. Dass das nicht so aneinander geknietscht ist. Okay. Das ist soweit eigentlich ganz nett. Das gefällt mir wirklich gut. Hier oben ist so die Werkecke. Hier ist die Notwerkecke, nenne ich es mal. Wie kann man essen? Hier kann man jetzt zubereiten. Ja, ein bisschen Deko brauche ich hier wirklich noch. Ich hoffe, dass ich die Kiste hier richtig rum platziert habe. Man weiß das immer nicht so genau. Die Kisten sind irgendwie immer richtig rum aus. Gerade hier so. Ich muss so, what the fuck, wo ist da vorne und wo ist da hinten? Schon mal so ein bisschen mittig. So. Dann tue ich die Truhe vielleicht auch ein bisschen weiter nach oben. So. Da ist ja jetzt noch sehr viel Platz, ne? Also so ein bisschen aufgelockert, dass es nicht so alles auf einem Haufen ist. Da so ein paar Tische, so ein paar Pflanzen und Deko-Objekte würden sich hier auf jeden Fall gut machen. Hier noch ein schöner Teppich hin. Hier noch an der Ecke noch irgendwas. Dann wäre das eigentlich schon ein kleiner Traum hier, ne? Dann gucken wir mal. Ja. Auf jeden Fall ist es nicht mal ganz so zugeknietscht alles. Wirkt alles ein bisschen passender jetzt. Und das heißt, nein, natürlich habe ich die hier falsch rum.
Die ist richtig rum. Und die ist auch richtig rum. Okay, dann muss ich die hier nochmal ganz kurz drehen. Farm, Haus bearbeiten. Dekoration. Danke. So. So. So, fertig. Ja. Puh. Jetzt haben wir es aber. Jetzt müsste es so sein, wie alles sein soll. Du öffnest dich jetzt richtig rum. Ja, wundervoll. Alles klar. Soweit. Okay. Ja, hier ist wirklich sehr viel freier Platz, ne? Aber ich habe halt eben versucht, weil es wäre noch mehr Platz, wenn ich das hier nicht reingebaut hätte. Das wäre dann traurig gewesen. Allerdings hätte ich vielleicht auch diese Werkbank, fällt mir gerade ein, vielleicht auch hier noch so hinbauen können, dass man hier quasi so reingeht und hier und hier. Aber das sieht vielleicht auch komisch aus. Ja, keine Ahnung. Ich lasse es erstmal so. Kann ich vielleicht irgendwas Dekoratives? Ups. Bauen fürs Haus. Bauen. Das sind jetzt alles Sachen für außen. Sachen für innen habe ich jetzt nie so gekauft. Da kann ich ja vielleicht auch mal gucken, ob ich da noch was Schickes finde. Achte ich vielleicht mal drauf. Okay. Aber bis dahin gehe ich erstmal ins Bettchen. Es ist schon spät und meine Energie ist schon auf einem Minimum. Ich muss vielleicht auch erstmal so an die neuen Positionen von allem gewöhnen. Was? Ein neues Leben? Was? Ah, wir haben bestimmt einen Küken jetzt, was ausgeschlüpft ist. Jumi, wach auf, komm schnell. Heute ist ein sehr besonderer Tag, weißt du warum? Heute ist ein neues Küken geschlüpft. Lass uns schnell zum Hühnerstall gehen. Ich kann es kaum abwarten, es selbst zu sehen. Warum weiß sie das? Warum weiß sie das? Warum weiß sie das? Oh Mann. Oh, ein kleiner Klops. Piep, piep. Wie hinreißend. Hast du dir schon einen Namen ausgedacht? Hallo, kleine Liz. Ah, gefällt dir der Name Liz? Ja! Das ist ein perfekter Name. Von jetzt an musst du dich ordentlich um das junge Tier kümmern. Zieh es gut groß, okay? Mhm. Yay, Liz ist da. Dim, dim. Okay, wenn du mich nun entschuldigen würdest. Mein niemals endender Ozean aus Arbeit wartet auf mich. Das klingt irgendwie total traurig. Oh Mann. Ach ja, und es regnet. Das ist nicht traurig. Das ist toll. Yay. Ich wünschte, ich könnte das hier irgendwie umsetzen. Dann würde ich das irgendwie mehr in die Mitte tun. Nicht hier oben so. Das ist irgendwie doof. Naja. Kann man nichts machen. Gewisse kreative Einschränkungen. Oh, ein neuer Briefkasten gleich. Was geht ab? Der Schreiner neuer Waren im Angebot. Huch, das ist sehr gut. Da müssen wir auf jeden Fall mal vorbeigucken. Der Antiquitätenland hat schon wieder neue Waren. Und Hüttenland hat auch neue Waren. Alles quillt mit neuer Ware über. Sehr gut. Also wir gucken auf jeden Fall heute mal beim Antiquitätenladen vorbei. Oh, kleiner Dicker. Schauen ist denn. Okay. Leute. Das fällt mir jetzt erst auf. Hast du Ballons am Arsch? Das sind Ballons! Das sind Ballons! Das Huhn hat Ballons am Arsch! Oder bin ich blöd? Weil, wartet, hier hat das... Das sind keine Ballons, das sind nämlich die Schwanzfedern sein, die komisch aussehen. Das sehen aus wie kleine Ballons! Das sind... Ich bin gerade total unsicher. Es sieht merkwürdig aus. Ramona... Ich würde damit zum Arzt gehen. Nee, nur Spaß. Aber es ist schon merkwürdig. Man kann das eigentlich auch schon mit Leckerlis essen. Ja, ach wie süß. So, und eins für Ramona. Und noch eins für Sean. Ach da, Sean versteckt sich. Er schämt sich vor seiner Nacktheit, glaube ich. Was? Ach so, ich muss dann noch Goldbürste suchen. Nicht nach Bürste. So. Alle zufrieden? Bis auf Futter natürlich. Okay. Okay. Super. Dann macht weiter euer Ding. Ich überlege, ob ich... Ich weiß nicht, wie viele Plätze hier reinpassen. Das wäre mal gut zu wissen.
Wie viele Tiere in einen Stall reinpassen? Ich würde mal sagen, soll ich einfach mal noch ein Ei hier reintun? Nee, komm, ich lasse es mal. Das ist, denke ich, mal so ganz okay. Ich weiß nicht, ist hier noch Futter übrig? Das ist so... Habt ihr gefressen? Habt ihr beide schon gefressen? Ja, gut, dann warten wir mal ab, weil es sind noch ein paar einzelne Körner. Ich will es auch nicht übertreiben und immer schon Futter nachschmeißen, obwohl noch welches drin ist. Das war natürlich auch irgendwie eine Verschwendung. Warten wir mal ab. So, Jean, Masaru und Hanako. Ich sagte Hanako. Masaru, hör auf damit. Du bist schlimmer als Hohenheim in meinem Sims-Let's Play. So, eine richtige Rampensau, ne? Schlimm ist das so. Goldbürste. So, jetzt hast du gebürstet. Und du. Und auch noch du. Ich kümmere mich liebevoll um meine Tiere. Auch wenn sie immer ihre Milch durch die Gegend schmeißen. Was? Was? Mumu, Leckerli. Ich muss auch nochmal gucken, wie viele Leckerlis ich eigentlich schon alle noch habe. Also quasi mal meinen Leckerli-Stand prüfen quasi. Ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ach ja. Und um Bianca muss ich mich auch noch jetzt kümmern. Ich vergesse immer fast Bianca. Bianca! Ich finde, Bianca ist eigentlich ein total schöner Katzenname. Oh, Bianca freut sich aus Gründen. Hä? Oh! Danke, Bianca. Dieser Fels wäre nicht nötig gewesen. Okay, ja, haben wir den von Bianca und einen Stein bekommen. Ist ja auch nicht schlecht. So, noch ein paar Auberginen. Auberginen. Können wir dann gleich weiterverarbeiten und wieder unten als Ware anbieten. So. Ihr braucht alle noch Lein, Spinat. Okay. Mal gucken. Zu Hause. Mein neues Zuhause. Kann ich eigentlich jetzt zu voll sneaky auch von hier aus kochen? Natürlich. Machen wir mal geschmorter Auberginen. Ja, es heißt Aubergine, ich weiß. Ich sag auch Spaß, Aubergine. Weil ich so witzig bin, wisst ihr? Und dann nochmal. Yay. Yeah. Alles. Wow. Klar, soweit. Jetzt hat es mich gerade irgendwie gejuckt am Rücken. Also da kam gerade so ein Schauer. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal noch nirgendwo hin. Ich gucke mir erstmal wieder alles an. Ich glaube nicht, dass die Bienen heute fertig sein werden. Heute regnet es. Ich gucke trotzdem. Bienen. Wo seid ihr? Mögt ihr mich? Hallo? Oh, sie sind fertig. Herausnehmen. Wow. Blütenhonig. Bienenpollen. Honig. Irgendwie bei den Namen Pollen tut mir noch mehr die Nase jucken. Dreimal dürft ihr raten, warum. Oh. Uah. Ich hasse Pollen. Oh. Typische Frühblüherallergie bei mir. Uah. Das habe ich gar nicht wegen Chilischoten geguckt. Oder hat die gar keine, hä? Ich mich recht erinnere, da noch so Mais oder Weizen oder so. Gut, da gucke ich mal, ob ich heute irgendwie Chilischoten-Samen bekomme. Das wäre relativ nice. Gucken wir einfach mal dann. Weißt du, wir gehen wir an den C4-Hügel, wo vermutlich kein Wiesel auf uns warten wird. Wiesel ist wasserscheu. Okay. Oh, wirklich täglich hier Süßkartoffeln, ne? Kann das sein? Das ist wirklich krass. Wupp. 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 Ups. Und so. Hier noch so weit was? Nein. Wie viel habe ich eigentlich? 10.000. Ist eigentlich ganz ordentlich. Guck mal, was wir heute noch Schönes kaufen. Ich muss auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal bei dem Antiquitätenladen vorbeigucken. Das wird auf jeden Fall ein Must. Und sonst, oh, guck mal, ne? Vielleicht kriege ich noch irgendwie so eine schöne Zimmerpflanze. Das wäre wirklich schön. Ich hoffe, sowas gibt es. Man merkt ja auch an meinen, ja, an meinen Sims Let's Plays, dass ich so voll auf Zimmerpflanzen stehe und so. Hat immer noch so ein bisschen grün. So Pflanzen, die sind so sehr dekorativ, aber gleichzeitig halt dezent.
Deshalb stehe ich da auch so drauf. Das versteht nur niemand. Okay. Dann werde ich auf jeden Fall jetzt auch noch gleich das Schmorsüßkartoffeln machen. Auf jeden Fall. Bing! Hallöchen! Empfohlene Lieferung überprüfen. Werkzeuge, Außendeko, Bergpflanzen, Winterpflanzen, Möbel. Oh, es gibt Winterpflanzen. Das ist schon mal sehr gut. Okay, heute haben ziemlich viele Stände offen. Okay, das ist vom Hüttenland. Howdy! Ich habe gerade nicht gelesen. Ich habe einen mysteriösen Samen bekommen. Ich habe ihn jetzt einfach mal gekauft. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte gerade, da sagt einfach so, ja, hier, komm, hi. Achso, ich bin jetzt, glaube ich, mal verkaufen gelandet. Ich wollte eigentlich Items kaufen. Okay. Muss ich mal nachgucken, was das ist. Das sind alles der ganze Standardschrot. Ja, Rezepte sind, glaube ich, auch noch Standardzeug. Ich gucke trotzdem mal durch. Ja, mit den meisten hier kann ich halt eben noch nichts anfangen. Das ist auch nur für, ja, Fässer, Heuballen, bla bla bla. Auch noch nichts Neues. Also natürlich jetzt die Goldsichel und so. Aber, naja. Oh, Frühling, Sommerset, Herbst, Winterset. Das klingt alles sehr nice, aber Geld. Gucken wir mal erstmal durch. Ich kann ja hier Einnahmen einsammeln. Sehr gut. Oh, Fettkohle. Hallo. Hallo, willkommen im Hüttenland. Items kaufen, Items kaufen. Was gibt's Neues? Katzenglöckchen. Wieso gibt's davon vier? Ein Spielzeugglöckchen, das du werfen kannst, damit deine Katze es zurückbringt. Okay. Wieso kann ich davon mehrere kaufen? Ich kaufe mal zwei? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, ich wollte noch mal meinen Leckerli-Stand überprüfen. Das muss ich dann auch noch machen. Ich muss eh noch mal zurück zum Haus. Silberhacke. Ja, meine Güte. Ball vom Schnitthecke. Grüne Lagerkiste, ja, Reis in verschiedenen Farben und so. Alles sehr optisch, gut. Nach Tieren fragen, Tiere kaufen. Was gibt's? Kuh, Schaf, Huhn. Okay, auch nichts Besonderes. Okay. Und bei dir? Hallo, das ist der Kuchenlandstand. Ach nee, liefern nicht. Stopp. Items kaufen. Hast du noch irgendwas? Jetzt auch nicht so spannend aus, ha? Schade. Rezepte? Hast du da was Neues? Nope. Bauplan kaufen? Nope. Hä? Ja. So viel dazu. Nach Tieren fragen? Nein, auch nicht. Okay, dann schönen Tag noch. Dann wollte ich auf jeden Fall nochmal zu ihm runtergehen. Hahaha. Kaufen. Bauplan. Goldsichel, Goldhammer auf jeden Fall. Goldsichel jetzt weniger. Da warte ich mal lieber noch. Warte, was brauche ich eigentlich dafür? Eine normale Sichel reicht dafür. Okay. Nichts, ist alles gut. So, das lasse ich erstmal so für sich stehen auf jeden Fall. Ich werde meinen Stand auf jeden Fall auch noch auffüllen, nenne ich es mal. Ja. Ich bin ganz kurz am Überlegen, was ich jetzt eigentlich wollte. Ich kann ja noch mal ganz kurz bei Veronika gucken. Wegen Felderpachten. Wie ist das so? Du bist nicht Veronika. Du bist nicht Veronika. Das ist nicht richtig. Du bist nicht Veronika. Was? Hier. Falsches Haus. Sorry. Ja. So. Könntest du bitte mal aufhören, in mich rein zu laufen? Danke. Ein öffentliches Feld pachten. Ja.
Gebiet mit Blattgemüse. Nee. Brauche ich jetzt nicht so dringend. Okay. Dann würde ich jetzt. Der Plan. Ich gehe jetzt zur Safari. Von da aus gehe ich ja direkt zur Farm. Wenn ich an der Farm bin, koche ich noch ein bisschen. Gucke, wie viele Leckerlis ich brauche. Wie, wo, wann, was. Und dann gehe ich wieder zurück und tu meinen Laden aufstocken. Genau, das ist der Plan. Der Masterplan quasi. Okay. Verschrecken sie auch? Vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Ist eigentlich auch egal, aber naja. Hallöchen. Hallöchen, Popöchen. So. Oh wow, Unkraut, das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh wow, eine Blume habe ich mir schon immer gewünscht. Oh wow, nichts, das habe ich mir schon immer gewünscht. So, bist du fertig? Nein. Ja, sonst ist hier gerade nicht viel. Ja, ich gehe auf jeden Fall mal die Baumstämme ab. Man kann nie wissen. Abgesehen davon so ein paar Äste und vor allem die schwarzen Äste, die sind bestimmt irgendwann mal wichtig für irgendwas. Ich sammle die einfach mal runter. Keine Ahnung, wofür sie wichtig sind, aber sie werden irgendwann für irgendwas irgendwie bestimmt mal wichtig sein. Ach ja, und hier liegen ein paar Puschel. Das heißt sinnlos, aber wie gesagt, ich nehme es mit. Okay. Hoffentlich finde ich noch ein Stück Gold. Das wäre richtig nice. Aber ja, man darf vielleicht auch nicht zu viel erwarten. Ich lasse mich überraschen. Oh, ach so, die sind noch beim letzten Mal hier. Ich dachte gerade zu hören, was geht jetzt ab. Hammer. Vielleicht kommen bessere Sachen raus, wenn ich einen besseren Hammer habe. Man weiß es nicht. Ah, du bist kein Gold. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Okay. Ach ja, ich muss auch in den Antiquitäten und in den Dingensladen gucken. Oh Mann, so viel zu tun. Aber es ist auch noch 12 Uhr. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Gut. Guck mal nochmal hier. Unkraut. Wow. Und sonst nichts. Nichts Besonderes, nur Unkraut. Das ist was Besonderes. Das nehme ich jetzt mit. Ja, ganz bestimmt. Oh Mann. Diese Spiellogik manchmal ist unglaublich. So, und hier scheint jetzt so weit, sofern jetzt auch nichts Besonderes zu sein. Gut. Alles klar. Wenn ich mal so auf die Aufnahme gucke, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werde ich bestimmt schon, bei mir zu Hause sein und kochen. Und bis dann sage ich Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.